Hallo aus Frankfurt. Bei uns zu Gast ist Professor Röhmhild, Professor für Gebäude, Klima und Lichtplanung an der Hochschule Wismar, stellvertretender Vorsitzender der LITG und in der LITG Gründer sowie Ansprechpartner der Plattform für Lichtgestalter. Wir sprechen mit ihm über seine Lehre sowie das Forschungsprojekt Dynamic Light. Professor Röhmhild, schön, dass Sie bei uns sind. Die Ausbildung zum Lichtdesigner ist eine recht junge Disziplin und Sie begleiten seit Anfang an der Hochschule Wismar die Absolventen auf ihrem Weg in die Lichtbranche. Wie hat sich Ihre Lehre über die Jahre entwickelt oder vielleicht auch verändert? Ja, wir bilden jetzt seit 17 Jahren Lichtgestalter oder Lichtdesigner in Wismar aus und wir haben damals einen sehr innovativen Ansatz gefunden. Wir haben gesagt, wir wollen die Lichtgestalter ausbilden wie Architekten, also projektorientiert. Wir geben ihnen Projekte, die sie bearbeiten sollen, wo sie den Planungsprozess kennenlernen und natürlich auch viel über Licht lernen können. Wir geben den Studierenden die Möglichkeit, mit Licht praktisch zu arbeiten. Wir haben ein Lichtlabor, nicht als Messlabor wie andere Hochschulen, sondern als gestalterisches Labor, wo Versuche gemacht werden können, wie Licht wirkt, sodass sie von Anfang an lernen, dass Licht die vierte Dimension, könnte man sagen, der Architektur ist, dass Licht ein Gestaltungsmittel in der Architektur ist, was auf der einen Seite unsichtbar ist, was es schwierig macht, darüber zu reden, aber auf der anderen Seite alles, was wir sehen, sichtbar macht und daher natürlich eine eminente Bedeutung hat. Diese projektorientierte Lehre, die haben wir beibehalten, aber wenn Sie mich fragen, was sich verändert hat über die Jahre, dann sicherlich das, dass wir am Anfang stärker Lichtarchitektur beleuchtet haben, also das heißt ja auch Architecture Lighting Design, also wir haben versucht, Architektur zu interpretieren und nutzbar zu machen durch Licht. Und heute ist es eher so, dass wir uns den Menschen als Ausgangspunkt suchen und schauen, was ist das für eine Situation, in der der Mensch ist, was erwartet er vom Licht, aber auch von der Architektur und wie können wir helfen, das sichtbar, deutlich nutzbar zu machen. Wir haben einen großen Bereich, den mein Kollege Rode macht, das ist Licht und Gesundheit. Und wir haben auch einen Bereich, wo wir uns sehr stark mit der Veränderung des Lichtes über den Tag beschäftigen. Ich muss sagen, vor, ich weiß jetzt nicht mehr wie vielen Jahren, aber 10 Jahren hätte ich gesagt, Architekturlicht ist statisch und ändert sich nur sehr wenig, weil die Architektur sich auch ändert. Das heißt, ich hätte das nicht gesagt, ich habe das gesagt. Und habe dann lernen müssen, dass das falsch ist. Dass wirklich Licht auch über den Tag, in den verschiedenen Nutzungssituationen durchaus anders aussehen kann. Und das hat auch viel mit den neuen technischen Möglichkeiten zu tun, die wir jetzt haben. Und dadurch wird der Qualitätsanspruch an Licht auch höher. Die Lichtplanung, Sie hatten es schon angesprochen, Sie setzen den Menschen in den Mittelpunkt und seine Wahrnehmung. Jetzt ist die Hochschule Wismar unter anderem in das EU-Projekt involviert, Dynamic Light, das Forschungsvorhaben untersucht städtebauliche Situationen und wiederum darin die zwischenmenschlichen Interaktionsräume. Die DIN EN 13201 befasst sich ja mit der Beleuchtung des öffentlichen Raums. Und inwieweit stellt dieses Forschungsprojekt eventuell diese Handlungsempfehlung in Frage? Dieses Forschungsprojekt versucht auch die DIN-Norm mit zu betrachten. Ein wichtiger Teil in dem Projekt ist auch die Vereinheitlichung der europäischen Norm. Natürlich ist das ist ja eine Europanorm, die aber nicht in allen ihren Teilen europaweit in der gleichen Form gültig ist. Und von daher gibt es dort auch die Notwendigkeit, noch darüber nachzudenken, wie kann man das vereinheitlichen. Ich finde aber viel spannender die Fragestellung, warum gibt es eigentlich diese Unterschiede? Die Idee einer Norm ist ja zu Recht auch, gewisse Mindeststandards festzulegen und damit auch eine Mindestqualität zu fordern,
die dann auch einheitlich sein sollte. Aber sehr häufig wird es gerade im Licht verwechselt als ein Qualitätsstandard, der einzuhalten ist, den man nicht übertreffen, natürlich auch nicht unter dem Level bleiben sollte. Und dadurch verhindert man eigentlich die Möglichkeit, auf die, ich sag's mal poetisch, Vielfalt des Lebens einzugehen. Wenn man Licht so anpassen kann, dass man in bestimmten Abendstunden vielleicht viel mehr Licht hat, als die Norm es vorschreiben würde. Und dann wiederum im Laufe der Nacht die Beleuchtung auf das Niveau zurückfährt, was man braucht, wenn man nach 12 noch schnell mit dem Gefühl sicher zu sein, aber noch schnell nach Hause laufen möchte. Da kommt man wahrscheinlich auch mit Licht aus, was sehr viel weniger ist als das, was jetzt normgerecht installiert worden ist, weil sich da die Norm auch an gewissen Maximalforderungen, nämlich dann, wenn wirklich viel Verkehr ist, viele Leute da sind, orientiert. Und das ist heute schon möglich, dass man da Veränderungen vornimmt. Das widerspricht auch den Normen nicht. Auch in der Innenraumbeleuchtung, nicht nur im Außenraum, ist da ein Wandel im Denken. Und ich bin da sehr optimistisch, dass wir eine sehr differenzierte und spannende abendliche Umwelt bekommen. Professor Röhmhild, Sie waren Mitorganisator der Konferenz Nights Stadt nach 8 im November letzten Jahres. Innerhalb dieser Konferenz wurde auch nochmal die Bedeutung des Lichts für den Menschen im urbanen Raum analysiert und bewertet. Können Sie uns so die Ergebnisse oder Kernaussagen der Tagung zusammenfassen? Ich war Moderator und diese Konferenz Stadt nach 8 ist ja eine Konferenz, die sich mit dem nächtlichen Raum auseinandersetzt, wird eigentlich von Eventmanagern in Szene gesetzt und beschäftigte sich mit dem Licht als dienende Funktion. Und jetzt wurde das erste Mal thematisiert, dass man gesagt hat, Licht ist ja auch eine Möglichkeit, den nächtlichen Raum zu gestalten. Und es waren also zwei Podiumsdiskussionen. Die eine war Nachtlichtstadt. Und bei Nachtlichtstadt ging es darum, den Stadtraum in Szene zu setzen. Und dann einen zweiten, da ging es um Nachtlichtmensch. Und da ging es dann um die Fragestellung, ja, ist denn Licht in der Nacht eigentlich etwas, was der Mensch braucht, was dem Menschen gut tut? Oder sollten wir uns viel stärker den natürlichen Tagesrhythmen widmen? Und das in diesem Umfeld zu diskutieren, das hat sehr viel Spaß gemacht. Das nächste Event, das sich mit Licht im urbanen Raum befasst oder mit Stadt- und Straßenbeleuchtung genauer, ist die Aube vom 5. bis 6. Juni 2018 in Berlin. Auf was können sich die interessierten Konferenzteilnehmer freuen? Ja, die Aube ist eine ganz klassische erstmal Außenbeleuchtungstagung, die einen technischen Schwerpunkt hat, wo es wirklich darum geht, sich nochmal mit der Technik der Außenbeleuchtung auseinanderzusetzen. Aber auch da ist es jetzt in den letzten Jahren und in der kommenden Aube eigentlich sehr deutlich geworden, dass auch die Lichtgestaltung stärker mit bedacht wird. Und das große Thema, an dem man, glaube ich, nicht vorbei kann, wenn man jetzt über Außenbeleuchtung spricht, das ist Smart City, wie man sagt. Und da passt natürlich auch sehr gut unser Dynamic Light, unsere dynamische Beleuchtung im Außenraum hinein. Eine adaptive Beleuchtung unterscheidet sich dadurch, dass es hier auch um proaktive Beleuchtung geht. Das heißt also, dass Angebote gemacht werden für einen erwarteten Bedarf. Und diese Fragestellungen werden in der Aube behandelt werden. Aber auch wenn ich mir das Programm für die Licht in Davos, was in den nächsten Tagen veröffentlicht wird, anschaut, dann ist auch da wieder der Bereich Smart Lighting, aber auch dynamische Gestaltung des Lichtes ein wichtiger Teil neben der Weiterentwicklung der Beleuchtungstechnik, jetzt auch zu denken in Netzstrukturen, die Verbindung mit der Infrastruktur der Stadt, letztlich aber, so hoffe ich zumindest, die Verbindung mit dem Menschen, der in der Stadt lebt.
Schönes Schlusswort. Vielen Dank für das Gespräch. Der nächste Termin für Lichtinteressierte ist also der 5. bis 6. Juni 2018 in Berlin zur Aube. Vielen Dank.